So, meine lieben Freunde, und mit diesem Absturz herzlich willkommen zurück zu Empyrion Galactic Survival, meine lieben Freunde. Und wieder mit am Start ist der liebe Gabax. Jo, hallo Leute. Und der, ja, Rivano hat es noch nicht geschafft auf dem Server. Gabax, doch, ist ich bin da. Ich bin am Wasser. Er ist aber schon unterwegs. Ich muss sagen, es sah gerade ziemlich episch aus. Und da ist Rivano. Und hallo. Ja, wie ihr gesehen habt, der Kapselabsturz, das heißt für uns, es kam ein neues Update, ein ziemlich großes Update. Mal wieder. Und ja, wir müssen alles wieder von vorne anfangen. Wunderschön. Ja, aber es hat sich einiges geändert, ne? Das Raumschiff ist weg, Startraumschiff. Die Raumkapsel, so ein Mülleimer. Die ist ja die Raumkapsel, das ist jetzt damit, stürzt mal ab. Hier ist ein Inventar drin, das habe ich jetzt schon rausgeräumt, das teile ich nachher allen auf. Wir haben hier im Inventar zum Beispiel diesen Constructor, den haben wir hier im Inventar. Und auch dieses Sauerstoffgenerator, und den bauen wir uns dann irgendwo auf, wenn es uns gefällt. Die Kapsel dürfte dann gleich verschwinden. Und ja, ansonsten, wie gesagt, geht's halt hier wieder von vorne los. Scheiße. Ja, aber ich schaue mir gerade den Technikbaum an hier. Den gibt's nämlich jetzt auch. Ach so, genau. Wir haben jetzt hier. Was für ein Ding? Wo? Ein Technikbaum. Wenn man in dein Inventar geht, gibt's Technikbäume. Und dann gibt's hier, kann man Treibstofftanks herstellen. Wow. Jetzt wird's doch ein Rollenspiel, ne? Ja. Ja, und das kann man dann entsprechend freischalten, indem man Level aufsteigt. Weil, ja, wenn ihr mal seht, haben wir jetzt nämlich tatsächlich XP, die wir sammeln müssen, und Level aufsteigen. Genau. Also, ich habe einen XP-Punkt zu vergeben, oder kann ich jetzt erstmal die ersten 0 alle, weil hier steht ja 0. Das weiß ich gar nicht. Weil ich würde mal sagen, nur 2, Treibstofftank oder Sauerstofftank? Nee, da oben kannst du ja noch wechseln zwischen Base und Deko-Blocks und Small Vessel, Hover Vessel, Mix, Building Blocks, Tools und Weapons. Ach so, wir haben Available Unlock Points, das heißt, auswählbare Punkte haben wir 0. Das heißt, wir haben noch gar keinen Punkt zum Auswählen. Genau, ich denke mir aber, ich nehme mal den Basis-Starter-Block, weil ich baue ja immer die Basen auf. Ich drücke mal drauf. Du kannst da nichts freischalten. Nein, da passiert noch gar nichts freischalten. Pass auf, da steht Available Unlock Points. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber deswegen, da kostet ja auch 0. Verstehst du? Deswegen habe ich gedacht. Nee. Ich glaube, die haben wir schon, weil sie grün sind. Ach so, okay. Wir brauchen dann drei Stück für was Neues. Was ich kurz noch sagen wollte, ich fand es ziemlich episch gerade. Du bist ja mit der Kapsel abgestürzt und ich konnte das von unten betrachten. Und hast du das eigentlich mitgekriegt, dass du aufgeschlagen bist und dich dann wie so ein Purzelbaum nach unten gerollt hast? Ja, Helm ab. Das sah mega geil aus. Ja, genau. Und Helm muss man jetzt über Inventar abziehen, ansonsten ist es ziemlich kompliziert, aber ist egal. Ja, bei mir geht es auch mit U. Ich habe das eingestellt im Menü. So, also fangen wir von vorne an. Und das Geile ist, jetzt können wir zusammen erstmal eine Stelle suchen, wo wir aufbauen. Oh ja, neue Viecher gibt's. Da hinten krabbelt schon irgendwas. Habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Diese große Insekter. Die komische Spinne, ja. Das ist wie eine Ameise, eine B-Meise. Ich meine, ist das jetzt auch gar nicht so schlimm, dass wir neu anfangen müssen, weil wir haben in letzter Folge ja ziemlich viel verloren, weil wir ja ins All geflogen sind. Das habt ihr gar nicht, das war ja außerhalb der Aufnahme, weil wir sind ja ins Weltraum geflogen. Und ja, Gabax ist dann... Ins Weltraum, genau. Gabax ist ja dann ausgestiegen. Ich glaube, das war das noch in der Aufnahme. Weiß ohne ich nicht. Helm. Ja, das war noch in der Aufnahme. Ist ausgestiegen und wir saßen dann in dem Raumschiff. Ich konnte mich noch in die Kapsel retten und wir sind dann in Richtung Erde geflogen oder zumindest Richtung diesem Planeten hier und sind in der Umlaufbahn verglüht. Ja, genau. Ja. Und Gabax ist abgestürzt auf den Planeten. Ja, wobei, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dafür konnte ich nichts, weil das Spiel wohl noch so war oder ist, dass man nicht wieder zurück auf die Planeten fliegen kann. Ich würde gerne irgendwo bauen, wo man so eine Sicht auf so ein Gebäude hat. Oder wollt ihr dann richtig suchen nach den Gebäuden? Ich würde sagen, wir gehen doch dahin, wo Ressourcen in Nähe sind. Ja, muss ich da immer so weit latschen. Hätte ich nämlich auch gesagt. Da zum Beispiel haben wir da hinten Prometheum. Prometheum. Dann würde ich doch direkt zu Prometheum gehen. Ja, oder was ist denn mit Eisen sowas? Weil Eisen ist ja das... Oder welche Ressourcen nicht brauchen gefunden. Wir denn am... Mein Gott. Alle. Alles gut. Alter, ihr stöhnt hier. Schon wieder am Stöhnen ist. Oh. Aber das haben sie immer noch nicht besser gemacht hier. Der Ton ist ja extrem laut. Ich hoffe, es gibt keine Fische jetzt hier. Große Fische gibt's. Große, gigantische Mega-Fische. Hört auf, unterzutauchen. Oh, der stöhnt ja, der ist ja. Da kriegt man ja Angst, liebe Leute. Ich glaube, ich muss den Ton noch ein bisschen weiter runterdrehen. Ist ja gemein. Was ist denn Rivano eigentlich? Komm, ich schwimme hinterher. Ja. Ach, da. Ja, es hat sich auch alles in der Option verstellt. Ich hoffe, dass die Töne noch hinhauen. So. Also, ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, dass es da noch hinhaut. Und nicht zum Beispiel, wenn ich schieße, die anderen alle übertönen. Das ist dann doof.
Das können wir aber erst rausfinden, wenn der Part hier zu Ende ist. Ich wollte ja eigentlich endlich mal ins All, ne? Also und da auch mal ein bisschen bauen. Ja. Ein bisschen Raumschiffe basteln. Schön. Aber die Updates, die hindern uns immer so ein bisschen dran, dass wir immer neu anfangen müssen. Gut, Early Access halt, ne? Ich glaube, die warten stets einfach Free Alpha. Ey, Leute, die haben ihre Basis gebaut. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Update raus. Genau. Boah, Rivane wieder okay, raus. Wie weit sind die? Ja, die sind schon fast so weit, dass die rausfliegen können. Update time. Geht der Wecker. Und dann genau, kommt es mal. Es ist auch nicht so, dass man die alten wieder zugreifen können. Die Updates haben sogar die Safe Games gelöscht. Also ich kann auch nicht jetzt sagen, sollen wir ab der alten wieder oder probieren. Geht nicht. Die Safe Games sind weg. Weil die neuen Wesen dann noch nicht drauf sind und so. Und dann das überschneidet sich dann. Ist ja genauso, wie wir nicht alle in einem gleichzeitig irgendwo an den Konstruktor oder so dran gehen dürfen, sondern immer einzeln. Und deswegen, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Okay, wir hätten hier auf die alten Daten zuzugreifen. Irgendwie kann ich nicht sprinten. Wieso nicht? Ich kann bestimmt auf Chatpack hast. Nee, ja, genau. Oder nee, ist aus. Oder du hast auch die Steuerung geändert. Kann sein. Warte mal, da gucke ich mal kurz rein. Du hast keine Lust auf Sprint. Steuerung. Okay, wir hätten hier hinten Promethium, aber keine so richtig geile Stelle zu bauen. Rennen, ja tatsächlich. Oder wir nehmen die Insel da ein, komplett. Taschenlampe. Ja, was war denn Taschenlampe? Standardmäßig L? Aber ist halt doof. Ach, guck mal, da hinten ist auch ein Gebäude, wo man hingehen können. Also okay, das ist ja schon nach meinem Geschmack. Ein Raumschiff ist das, ja. Das ist ein fettes, abgestürztes Raumschiff. Hier ist Promethium und hier drüben die Insel, wie Revane schon sagt. Ja, wir müssen halt ein bisschen durchsuchen, meine lieben Freunde, dass wir halt noch die anderen Ressourcen wie Eisen, Kupfer, Ameisen. Hast du denn überhaupt jetzt so einen Miner? Ja, doch einen. Ich hab doch alles. Oh, du bist ein hässlicher Tier. Ja, dann drück das mal dem Revano in der Hand und dann kann er schon mal sammeln. Ja, aber ja, bestimmt müssen wir mal hingehen, oder? Aber sollen die erstmal Eisen holen? Weil das brauchen wir doch zum Starten, ne? Also es ist ja nicht Promethium, sondern es ist ja besser, wenn wir Dings suchen, oder? Oder wenn wir hier so einen mittelsten Abstand... Ich weiß es ja, nicht. Hast du denn auch ein paar Ressourcen schon? Ich hätte gern Eisen, oder ja, was? Ich habe hier so einen Siliziumbarren, Kupferbarren, alles da. Also wir müssen bloß erstmal... Jetzt lass uns mal einfach hier rüber und dann gehen wir einfach mal so in Richtung Raumschiff. Vielleicht finden wir ja auch da in der Nähe Eisen. Und ich weiß gar nicht, war das Raumschiff eigentlich bemannt? Oder können wir da... Ja. Da waren ja auch Ressourcen drin. Also es sind Drohnen da dafür, waren aber oder? Drohnen. Wir haben nicht mal mehr Waffen, gar nichts. Hast du eine Waffe, Onkel? Ja, auch mit der einen Waffe. Eine oder mehrere? Mit einer. Wie viel Munition? Fünf. Für dich selbst. Was ich natürlich ein bisschen seltsam finde, ist, war, dass Onkel mit einer Kapsel abgestürzt ist. Eine Anfangskapsel und wir nicht. Wir sind einfach so... Ihr wart da, ich wollte euch retten und bin abgestürzt. Ne? Ah, okay. Oh, da kommt eine Drohne. Kommt mal ein bisschen zurück. Wir sind mit Fallschirm abgesprungen. Ach, das sind die neuen Drohnen, ja. Onkel gesehen, der Horst kommt. töte Horst. Der Horst. Na, wo ich jetzt doof, da muss man so viel weghacken. Ich hätte gerne eine schöne gerade Fläche zum Bauen. Das ist hier unten. Ja, liebe Leute, was. Doch egal, das kannst du doch einfach planieren selber. Also, lass uns mal über den Berg gehen. Ja, baue ich hier einfach auf welchen Berg? Hier, den fetten da. Dahinter ist vielleicht Ressource. Da kommen wir doch her. Ja, hier, bau doch jetzt hier einfach im Sand. Na gut, er baut jetzt hier. Erstmal einen Constructor und bau uns erstmal einen Miner oder jedem einen Miner, damit wir hier ein bisschen mal was machen können. Der Gabak spielt dann im Sand. Ja. Ich fühle mich nämlich gerade so ein bisschen nutzlos. Ja, aber ich will jetzt hier nicht. Der Kern ist dafür. Oha. Damit du überhaupt eine Basis bauen kannst, ja. Irgendwie für Energie und so. Na gut, aber ich brauche ja, aber dazu brauche ich ja aber trotzdem auch. Verstehe ich nicht. Kannst du den Constructor nicht einfach irgendwo hinbauen? Ja, aber da brauchst du doch Energie dazu, oder nicht? Constructor. Also ich habe hier den Kern, kann man den hier irgendwo hinstellen? Oder brauchen wir da wieder so einen Mittelpunkt? Nee, kann ich hinstellen. Ja, liebe Leute, das ist heute echt wieder so, aber mal wieder was ganz Neues hier. Die verändern das Spiel immer so, dass wir immer bei Null anfangen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich werde den Constructor auch nicht einfach hier so bumm hinstellen und dann steht er außerhalb des Raums oder so. Ich will den ja irgendwo. Ja, du musst den ja hochsetzen können. Man kann die Gegenstände ja noch nicht wieder aufsammeln, bewegen, oder? Nee, leider nicht. Deswegen. Oder ich stelle den Constructor einfach mal hier unten. Und ich kenne das ja, wenn ihr was baut, einer macht das weg, ne? Andere Parts, hier andere Parts. Gabax setzt ich stelle den einfach mal hier oben so auf die Spitze, geht das? Ja, ja. Oh, Spitze. Und? Na. Warum? Wunderschön.
Wunderschön, hallo? Dieser imaginäre Konstruktor. Bewundert ihn. Na, wie stelle ich den da hin? Einfach draufdrücken. Mach E den Knopf. Geht nicht, F geht nicht. Ja, ist der denn grün angezeigt? Blau, ja. Ja, dann gucken wir mal in die Steuerung. Vielleicht hast du die Taste auch verlegt. Ach, Leute. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ja, was ist jetzt? Rotieren, Rennen, Jetpack, Inventar, Öffnen, Verwenden ist eh. So. Ja, guck mal, das ist doch schräg hier. Du musst da erstmal den Boden wieder so formbereit machen, das weißt du doch. Wenn es aber ich blau ist, ist es blau, Rivano. Dann kann ich ihn hinstellen, eigentlich. Ja. Sound muted. Sound resumed. Ach, scheiße, jetzt hab ich... Was? Ich kann den nicht mal drehen die frische mit den Kühlung. Ich kann den nicht mal drehen mit den normalen Tasten. Dann gib ihn mir mal bitte. Genau, lass Gabax. Ach! Oh, täglich grüßt das Mummeltier. Sind wir wieder bei Versacken Unbugging oder was? Ein Bauer, ein Sammler. Dass wieder alles aufgeteilt werden muss, ne? Okay, warte, jetzt komme ich aber auch nicht mehr. Ach, ich sag euch, das Tier ist schuld. Das verpixelte eckige Tier. Achso, ich kann das jetzt nicht mehr einfach rausziehen, ich muss es zack. So, bitteschön. Oh, da ist der Kompressor in der kleinen Tüte, ist der Happy Meal drin, hä? Überlebungskonstruktor. Okay, das sieht ja ganz anders aus jetzt. Ja, sag ja, ist ein neues Let's Play, ganz neue Welt wieder. Ah. Geht nicht, oder? Auch der Gabax vermögt nicht die Macht, das zu platzieren. Let's Play Imperium. Du kannst ihn eigentlich hinbauen, wenn es blau ist. So. Aber ja, ja. Geht aber nicht. Vielleicht muss es jetzt rot sein. Vielleicht musst du das tatsächlich auf einer Foundation bauen. Also ja, wie soll ich denn aber eine Foundation bauen? Hast du keine direkt so ein Nein. Kernding? Das Einzige, was ich habe, ist ein Kern. Aber den kann und ich nirgendwo hinsetzen. Und du hast auch keinen Bodenglätter, ne? Dass Weil du den Boden gerade machen kannst, ne? Das bringt ja jetzt nichts. Ich brauche aber. Du probierst doch einfach mal, den Boden gerade zu machen. Vielleicht sagt er dann auf einmal, ach, du hast daran gearbeitet. Okay, jetzt können wir den platzieren. Hier unten ist doch ein gerader Boden. Aber diesen scheiß Dings kann ich ja nirgendwo hinstellen. Der ist immer gerade rot. Ne, ich kann auch nichts damit machen. Ja. Das Einzige, was ich toll aufbauen kann, wäre das. Warte. Was ist das? Das wäre... Was ist das? Ich kann den aber auch nicht drehen. Sonst machen wir ein Let's Play Inselerkundung. Wir rennen hier rum und gucken uns die Tiere an. Ich hab mich auch zusammen. Ich weiß nicht, wie ich den drehen kann jetzt. Den Constructor. Was können wir nur tun? Ja, liebe Damen und Herren, ich bewundere gerade meine zwei Baumeister. Kann ich die jetzt hier mit den Pfeiltasten? Wie kann ich denn die Objekte drehen? Meine Fresse, was ist denn hier los? Das ist alles weg. Das ging normalerweise immer mit. Ach du Sau. Block Rotation, Home und Delete und. Alter, was? War alles umgestellt oder was? Also, ich kann den jetzt so hier, wenn ich. Welche Taste ist denn Home? Ja, ich stehe hier und bewundere euch und ich weiß gar nicht. Welche Taste ist denn Home? See you soon. Warte mal. Welcome back. Ich kann. Ich kann ihn nicht hinbauen, warum kann ich. Geht nicht. Tree-Tech-Menü. Ich kann nichts hinbauen. Kingstead ablegen. Hauptschalter. Vielleicht kommt ja noch ein Update, dass die erstmal das Update gemacht haben. Wir bauen mal alles, dass man alles hat, aber dass man es noch nicht benutzen kann. Das macht ja keinen Sinn. Das Benutzer-Update kommt noch, ja klar, was kann. Ich glaube, die haben da ordentlich Fehler drin. Ich glaube, dass das ein riesengroßer Bug ist gerade. Wenn du hier nichts bauen kannst, obwohl das blau angezeigt ist, dann wird es ja nur ein Spielfehler sein. Oder du solltest einfach mal auf den Hier. Objektvorlage platzieren. F6 plus P. Was? Warum? Alter, macht's doch nicht so kompliziert. Ich würde sagen, wir machen noch ein Gleichheitszeichen und die Prozent-Taste sollst du auch noch drücken. Hat nicht funktioniert. Ich bin immer noch der Meinung, dass ihr den Boden ein bisschen bearbeiten müsst. Dass es wird doch blau, Rivano. Ja, ist egal, dann wird es vielleicht ganz blau oder grün für Bibliothek. Objektvorlage speichern. Ach nee, das sind Objektvorlagen. Ah, warte mal, geht mal auf den Technikbaum. Vielleicht müsst ihr da doch was anklicken. Vielleicht müssen wir auch erst irgendwie töten, dass wir da vielleicht das Ding bauen können. Wie heißt denn das, was du da bauen willst? Konstruktor, oder? Überlebenskonstruktor. Wo ist der drin? Ja, das frage ich mich auch. Building Blocks, Small Vessel, weil ich sehe nur bei Basis steht
Konstruktor groß, Nahrungsmittel, Prozesse, Sauerstoff, aber nichts mit, ne? Ja. Schon ein bisschen verwirrend. Basisstarter, Kraftstoffzelle. Oder hätten wir den an die Überlebenskapsel setzen können? Das Lustige ist, achso, muss ich bestimmt erstmal nachladen. Nee, hier geht gar nichts. Ich kann nicht mal schießen, nichts. Was hast du für Munition? Oh nein, Leute, da haben die das Spiel vermasselt, ey. Hast du Munition? Ja. Da haben die. Einen Technik-Clown haben die reingebaut, kein Technikbaum. Technik-Clown. Genau. Hauptsache, wir können den Helm abziehen und aufsetzen, das ist das Wichtigste. Aber ich muss sagen. Man kriegt fürs Sammeln 20 EP, okay? Für was? Achso. Man kriegt EP fürs Sammeln von Sachen hier. Dann sammle ich jetzt auch mal was. Vielleicht auf einmal sagt er dann: Wow! Ich habe jetzt Fieber gesammelt, aber kein EP. Doch, 20 EP bekommen, okay? Apropos Fieber. Hier gibt es ja jetzt auch Viecher, die uns Krankheiten übertragen. Na klasse, jetzt kriegen wir noch die Alienzucht oder sowas. Genau. Die Alienpest. Na, kann ich das einsammeln? Oh Gott, ey. Ich krieg Heimweh nach dem Planeten Erde. Krieg ich hier wieder nur die halben Sachen auf. Level 2 Reach, 10 Upgrade Points granted. Bitte was? Ich hab irgendwie Upgrade Points bekommen. Mhm. 10 Stück. 10 mal. Okay, also kann ich jetzt hier, warte mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich guck mal. Kannst du jetzt was bauen? Treibstofftank brauchen wir jetzt erstmal nicht. Brauchen wir zu fretten, das wird schlimmer. Brauchen wir was zu essen bekommen? Constructor groß ist hier nur. Warum gibt's hier nichts mehr zum Aufheben? Deko-Blocks ist Quatsch. Ganz Cockpit. Gute Sache eigentlich hier. Ein Generator. Hier, da ist es. Hier, diese Corn-Dogs-Scheiße, da hau ich mir jetzt rein. Ein Fenster. Oh nein, es geht auch nicht. Man kann auch nicht mehr essen. Ah, die haben Bug drin, Leute. Du kannst auch nicht mehr Corn-Dogs essen. Was? Ja, geht nicht. Geht nicht. Probier Corn-Dogs zu essen. Du wirst verrecken. Das ist ein Spielfehler, liebe Damen und Herren. Deswegen geht das auch alles nicht, weil die einfach einen Bug eingebaut haben. Oder die sind einfach nicht fertig. Und die haben sich gedacht, boah, wir haben das so schön eingerichtet jetzt mit Technikbäume und das und das. Aber wir hätten vielleicht doch noch einstellen sollen, dass die Sachen auch bedienen können. Das probiere ich jetzt mal aus hier. Corn Dog, zack. Ja, geht nicht. So, ich bin jetzt auch ein Level aufgestiegen, Technikbaum. Ja, aber ich kann bloß ein Cockpit, ein Generator könnte ich bauen. Und oder verarbeitete Nahrungsmittel. So, Generator. Ja, kann ja nichts finden oder nichts verarbeiten. Habe ich den Generator jetzt? Nö, den könnte ich erst herstellen, aber das. Benutzen? Also, ich weiß auch gar nicht, wenn ich hier draufklicke und dann auf Freischalten, dann tut sich gar nichts. Ja, die Grünen nicht, du musst die Blauen Essen jetzt nehmen. Freischalten, ne? Er muss das Essen freischalten. Die Blauen. Ich würde sagen. Steuerung. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal ganz kurz einen Cut und versuchen einfach nochmal reinzuladen und dann mal gucken, ob es dann funktioniert. Vielleicht ist hier irgendwie so ein. Die Blauen meinst du? Ein kleiner Bug drin. Ich hab's hier nicht so mit einer Artikelgebung heute. Okay, machen wir mal kurz einen Cut. Was sagt ihr? Lass doch den Part zu Ende machen, dann wird's halt ein Buggy-Part, da ist es halt so. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon geht, ich hab schon wieder meinen Timer vergessen. Schau mal eben 19. kurz. Wie viel? 19. Ja, dann machen wir jetzt die Minute, dann machen wir hier Ende und dann schauen wir einfach, bevor wir dann weiterspielen, gucken wir, ob alles klappt. Genau, aber ihr seht dann nächsten Part, ob es weitergeht, den nächsten Tag, genau, was normalerweise kommt, wenn nicht, dann ist hier das so verbuggt, dass man hier einfach nicht spielen kann, weil hier nichts machen ist ja Schwachsinn, ne? Ja. Kann tatsächlich auch keine Corn Dogs essen. Wisst ihr wenigstens Bescheid. Okay, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Alles natürlich unter der Videobeschreibung, verlinkt die ganzen Kanäle und bis dahin. Tschüss! Ciao! Tschüss!